Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Outlast 2. Ja, ich habe mir gerade schon mal schnell das Floß genommen, weil hier die ganzen Viecher auf einmal angerannt kamen. Jetzt müssen wir wieder mit dem Floß hier ein bisschen durch das Wasser navigieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Wir wollen uns ein bisschen fürchten, aber vor allen Dingen wollen wir unsere Frau Lynn retten. Und deswegen sind wir auf der Suche nach ihr. Oben ist anscheinend eine Höhle. Ich mache einfach mal weiter mit dem Boot, solange es geht. Es sind überall solche Verrückten. Und die waren auch gerade an dem Punkt, als ich gespawnt bin. Deswegen musste ich schnell losrennen, bevor ich die Aufnahme anmachen konnte. Ihr habt aber nur ungefähr 5 Sekunden verpasst. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht wohl mit diesen Irren. Oh, Alter, nein! Das Boot kann kaputt gehen. Halt dich fest, geht das? Okay. Scheiße, das Boot kann sogar kaputt gehen. Wie krass ist das denn? Okay, da hinten ist eine große Brücke. Machen jetzt hier ganz softe, weil ich glaube, das Boot hält auch nicht mehr viel aus. Ich denke mal, hier müssen wir wieder irgendwo stranden. Geht das nicht mehr voran? Okay, wir müssen wieder selber rudern. Hier sind keine Strömungen mehr. Nice, Leute. Wir haben die Mine gefunden. Ja. Ich glaube, das überleben wir nicht. Ach, okay, wir hatten gar keine Chance, es zu schaffen. Gerade da irgendwelche Fratzen gesehen, oder? Oder doch? Ganz cool, wir waren irgendwie gerade im Schwimmbad. Im Schwimmbadboden. Und auf einmal. So, Schwimmbadboden. Da sind wir schwimmen anscheinend. Hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich spawne im Dunkeln. Da ist das Vieh. Okay, also weg von dem Vieh. Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich nicht. Das ist ja viel schneller als wir. Vielleicht müssen wir hochschwimmen. Wir probieren das jetzt mal. Wird nicht unendlich tief sein. Hochschwimmen geht auch nicht. Also das ist mir jetzt hier ein Rätsel. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir sind einfach mal gleich weggeschwommen von dem Vieh.
Komm, komm. Okay, wir hätten schnell schwimmen machen müssen. Vielleicht hätten wir es dann noch ein bisschen eher geschafft. Schwimm, Dicker. Schwimm. 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 Hier ist der Rand. Komm, komm. Oh, Scheiße, ich fall fast wieder rein. Nein, ich fall sogar wieder rein. Boah, mein Herz, ey. Mann. Böses, böses, böses Spiel. Ey, krass. Okay, heftig. Du spawnst da und hast quasi null Zeit, um zu überlegen. Hier sind die Umkleidekabinen. Duscht noch einer. Wollen wir wirklich wissen, was da gegen die Tür klopft, wenn hier Blut aus der Dusche kommt? Wir gucken es uns an. Mach ich nur für euch. Okay, okay. Hab genug gesehen. Mehr will ich gar nicht sehen. Okay, hier kommen wir schon mal nicht einfach so. Was? Was ist? Wo, Mann? Wer kommt wo? Ah, scheiße, ich wollte noch in die Männerdusche. Warum ist das Bild so unscharf? Wegen der Helligkeit wahrscheinlich, ne? Okay, also da steht zumindest keiner da drunter. Hm. Ah, hier ist die Tür auf. Da hinten steht jemand, Leute. Ohne Scheiß, da steht jemand. Habt ihr es gesehen? Das ist das Vieh aus dem Wasser mit diesen einen in der Triadenarm. Blockiert, ach ja, das ist die von dem von der Frauenumkleide. Gott. Also wir hören auf jeden Fall noch ein Röcheln atmen. Schlossen. Ja, Mann, es kommt schon wieder. Und es geht schon wieder los. Nur wohin? Lauf. Oh, war bestimmt der falsche Weg. Na, wo jetzt lang? Fuck. Hier lang. Boah, scheiße, geh rein, geh rein. Und jetzt? Oh Mann, ich habe über Gänsehaut. So. Mann, was denn jetzt? Wo soll ich hin? Rest in Pepperoni heißt das ja so schön, ne? Okay. It's closed. Wir probieren es nochmal. Wir gehen trotzdem an die Tür. Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Oder war hier noch was? Wir haben schon wieder kleine Anomalien. Das heißt nie was Gutes. Okay, die Tür ist auf. Fuck. Oh. Ja, wo denn? Hier? Oh, wie ekelhaft, Mann. Ich muss es vielleicht sogar filmen. Ja, Mann, wir wollen doch wegbleiben. Wir wollen dir helfen, meine Scheiße. Oh, Baby, nein, die kleine Maus. Die ist bestimmt hier oben. Oh, wieder in die dunklen Kanalisationen oder Lüftungsschächte, ey, das ist immer... Da
Dachboden, was es jetzt hier anscheinend wird. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Oh ja, wirklich ein Dachboden. Wir sind voller Blut. Draußen ist alles rot. Oh, nee, wir sind wieder in der Mine. Aber es ist jetzt der ganze Himmel rot. Regnet es jetzt etwa Blut, Leute? Tatsächlich, oder? Es regnet doch echt Blut, so wie es aussieht. Es ist definitiv Blut. Ich muss kurz einen Schluck trinken für die Nerven. Was ist das abartig? Rückt auch nicht so daran, du Irrer. Ich habe vielleicht über die Brücke da lang müssen. Wir wollten ja zur Mine, wir wissen ja. Fuck, fuck, fuck. Hier ist irgendwo was, aber ich weiß nicht, was er hier sieht. Hier sind umgedrehte Kreuze. Oder sowas. Was er dazu sagt. Rain and blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Okay, er redet von Spuren. Wird bestimmt das Ritual mit unserer Frau stattfinden. Lynn, Baby, wir kommen. Hier ist wieder diese irre Sensenfrau. Pomaden. Das ist so unheimlich. Alter. Ja, das ist so der Torso. Hier ist die Wirbelsäule. Und den haben sie kopfüber aufgehangen. Habt ihr den gerade gesehen? Oh nein, ich sehe nichts mehr. Oh. Oh, hier war doch gerade aber. Wo ist der jetzt hin? Hab ich mich eingebildet, Leute? Ich habe doch gerade hier jemanden gesehen auf der Treppe. Das ist eine Tür. Wieso kommt da gerade ein Kopf geflogen? Oh, Leute, was ist das hier, ey? Hier ist so eine Rutsche für Materialien, also in dem Fall Gliedmaßen. Wir sehen null. Oh, schreck mich nicht so, Mann.
Akku ist gleich leer. Aber ich habe noch ein paar. The mine entrance is usually on the top floor. So, wir müssen nach ganz oben. Hier scheint zu stinken. Mann, ich mach mir echt in die Hose. Voll die Henker hier. Sind das alles deren Sektenopfer oder so? Kann ich hier irgendwie interagieren? Mann, der hat auch mit der Musik, ey. Da unten gerade was lang gelaufen. Ist auch gehört. Warum bewegen sich hier die Haken? Das war nicht ich. Ich höre hier voll die Geräusche und guck mal, die ganzen Haken bewegen sich. Irgendwas ist hier. Ich hoffe, es kann nicht im Dunkeln gucken. Scheibenkleister. Aber wir sehen nie was. Wir hören immer und wir haben auch. Noch Beweise, die ganzen Haken haben sich gerade bewegt und. Aber wir haben nichts gesehen. Oh, Mann! Scheiße, wo kommst du denn her? Ja, versuch sie zurückzuhalten. Wir müssen gehen. Mann, Junge, hast du mich erschrocken? Scheiße, ich hab mich richtig erschreckt, ey. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Fucking Jumpscare. Nein, Leute. Ich bin heute durch den Wind. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gekommen bin und wo ich lang muss. Da habe ich völlig aus dem Konzept gebracht. So, jetzt muss ich nochmal. Warum wackelt dieser Haken hier so auffällig? Wir sind so aus der Tür gekommen. Kann ich ihn nicht irgendwie benutzen? Hochklettern oder so? Das ist nicht eine gute Idee. Wir sind ja nach oben, dachte ich. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Also theoretisch jetzt. Manchmal sieht man ja die einfachsten Sachen hier in dem Spiel, meine ich. Also ich zumindest. Hier war meine Lampe dran. Oh, hier ist noch eine Tür. Die selbstverständlich blockiert ist. Bleibt mir dann bloß der Rückweg? Nein, hier. Guck mal, einer schau. Nein, wir sind wieder in dieser gruseligen Schule, Leute. Oh, oh. Links oder rechts? Jetzt können wir erstmal hier gucken. Machen wir die Tür zu. Mann, jetzt habe ich wieder Schiss, dass ich da irgendwas nicht gesehen habe, was ich will immer alles erkunden. Ihr kennt mich, Leute. Aber ich denke mal, die Tür war zu. Was war das? Was war das? Ich sehe nichts. Oh, jemand zu Hause. Ja, diese ganzen Anomalien, das ist wieder dieses
Vieh oder irgendein kranker Scheiß kommt hier gleich wieder. Okay, hier sind die IT-Räume. Echt schon Hallos. Hm? Das auch zu? Hab ich irgendeine Tür übersehen? Da müssen wir tatsächlich wieder raus. Ah ne, da rechts war noch eine. Ah ne, scheiße, komm mal nicht hin. Ah ne, die ist wieder auf. Okay. Mhm. Da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Also manchmal, aber nur manchmal. Mach mal selber zu. Okay, hier ist nichts. Oh, geht schon wieder der Akku flöten. Oben ist nichts. Aber wenn, dann muss es ja auch eigentlich einer der beiden. Hier war auch nur ein ganz kleiner Computerraum. Hier ist auch nichts. Vielleicht oben drüber. Was habe ich übersehen? Was ist das für ein Licht hier? Was ist das hier? Sag mal, ach, da ist ein Computer, der angeschaltet ist. Den habe ich übersehen. Ganz dezent. Das sollte gerade uns eigentlich auffallen, oder? Hey Jessica, bist du da? Es funktioniert. So soll es sein. Achso, ich muss mal vielleicht hochscrollen. Ich kann nicht da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Oh. Und nun? Toller Witz. Genauer hinsehen. Haha. Oh, wir sind doch gleich mit dem Part durch, Leute. War hier eigentlich noch ein Computer an? Nö. Ach, vielleicht ist ja jetzt durch diesen kleinen, lustigen, netten Jumpscare hier was passiert, dass wir jetzt hier eine andere Tür aufhaben oder so. Oder der Computer könnte auch auf sein, ne? Auf sein. An sein. Ah, hier ist unten. Und Verband haben wir schon genug. Wenn, dann sterben wir auch eigentlich immer richtig. Blockiert. Was haben wir verdammt nochmal übersehen? Mal gucken, wo sie gehangen hat. Ach, jetzt noch ein Computer an. Okay, verstehe. Ich kann dich sehen. War das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast. Nichts, ich blöde nur herum. Ganz verstehe ich diese Computerdinge noch nicht. Ich helfe dir gerne. Lynn, Gemeinschaft, Unterstützung, liebe Depression, besorgte Leute. Oh, jetzt ist die Tür auf. Locker bleiben mit deiner Anomalie. Wir müssen erstmal das Video angucken. Okay, also anscheinend ist die komplette Elektronik abgekackelt. Unser Akku ist schon wieder leer. Wir ziehen ihn jetzt aber bis zum letzten Tropfen durch. Wir haben nicht mehr viele. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt hier den Part zu Ende. Wir hören wieder Mädchenstimme. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat und keinen weiteren Part verpassen möchte von Outlast oder irgendwelchen anderen Sachen, die ich hier so bringe,
würde ich mich über ein Abonnement auf jeden Fall riesig freuen. Damit unterstützt du mich wirklich auch ungemein. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Euer Fearscream.